7 Minuten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich bewerbe mich um Listenplatz 2, um neben Katja gemeinsam diesen Wahlkampf anzuführen. Was treibt mich an? Warum glaube ich, dass das eine gute Idee ist, auch vor mir selber? Wo komme ich her politisch? Ich bin politisch sozialisiert worden, tatsächlich noch in der DDR in den späten 80er Jahren. Als Jugendlicher in der jungen Gemeinde habe ich in Leipzig damals den Weg gefunden zu den Friedensgebeten, aus denen die Montagsdemonstrationen hervorgegangen sind und letztlich die friedliche Revolution. Und dort hat am Anfang, als wir dorthin kamen, diese Friedensgebete, die wurden so dominiert von Gruppen Ausreisewilliger, die alle ihren Antrag hatten. Und die hatten nichts mehr zu verlieren. Und mit dem Rabatz, den die dort gemacht haben, konnten die sogar noch ihre Ausreise beschleunigen. Und das hat mich damals dazu geführt, nachzudenken, wo ich eigentlich meinen Platz im Leben finden will. Und ich habe mich damals ganz bewusst entschieden, dorthin zu gehen, aber nicht, um auch einen Ausreiseantrag zu stellen, sondern um in diesem Land zu bleiben, weil ich schlicht nicht einsehen wollte, dass andere, auf die ich keine Lust habe, dieses Land regieren, wo man ganz andere Sachen machen könnte. Ich wollte die Freiheit hier in Sachsen haben damals. Und das treibt mich nach wie vor an. Und wir haben damals Freiheit, Demokratie und den Rechtsstaat gewollt und auch erkämpft. Und danach bin ich nach wie vor süchtig. Das will ich haben. Und das gebe ich auch nie wieder her. Ich bin ja nach dem Abi erstmal richtig in den Westen gegangen, der ja jetzt auch meiner war, um den richtig kennenzulernen. Habe bei der Dresdner Bank eine Banklehre gemacht, mit Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Bilanzen lesen und schreiben auseinandergesetzt. Und ich habe da wirklich viel gelernt, auch interessante Leute kennengelernt. Ich habe aber auch was für mich selber erkannt. Ich habe dann etwa im Firmenbereich große Finanzierungen mit vorbereitet. Und da habe ich immer gemerkt, da waren so Sachen dabei, auf die hatte ich persönlich eigentlich gar keine richtige Lust. Irgendwelche grüne Wiese-Projekte im Osten, für die war ich dann der Fachmann. Dann habe ich für mich entschieden, ich möchte kein Rädchen in so einem großen Getriebe sein von einer Maschine, was Dinge ausspuckt, die ich nicht will. Dafür habe ich diese Freiheit mir nicht erkämpft. Und diese Erkenntnis, die trägt mich bis heute auch weiter, dass man mit allem, was man tut, nicht irgendwie versucht, das Richtige im Falschen zu machen. Und noch ein anderer Aspekt bewegt mich. In den 80er Jahren, da war man noch umgeben von lauter Zeitzeugen von vor dem Krieg. Und dieses Nachdenken über diese NS-Zeit war auch was, was mich stark bewegt hat. Denn das war, ist mir ständig Leuten begegnet, die eigentlich alle ganz nett waren und eigentlich ist es ja auch nie einer gewesen damals. Und dachte, na boah, wenn es da eigentlich keiner aktiv gewesen ist, wie ist denn so was Furchtbares passiert? Und da ist mir so klar geworden, ja, es ist passiert, weil viele nichts dagegen getan haben. Und ich glaube, das aktiv Handeln ist genauso wertvoll und wichtig, wie das geschehen lassen. Und wir sind verantwortlich, dass auch keine Dinge geschehen, die wir nicht wollen. Und auch das treibt mich nach wie vor bis heute an. Und da ist mir auch klar, dass Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat einfach keine Zustände sind, die einfach so da sind, sondern das ist ein Handeln, ein tägliches Handeln, ein tägliches Erkämpfen. Man muss es ausfüllen jeden Tag, denn sonst kann sowas auch ganz schnell wieder weg sein. Es ist nicht Gott gegeben. Und noch was anderes treibt mich an, inhaltlich. Und zwar ist es, ich kann es nur auf den Begriff Schönheit bringen. Ich finde unsere Erde, unsere Natur einfach wunderschön. Und ich finde auch, was wir als Menschen geschaffen haben, Kunst, Kultur, wunderschön. Und es berührt mich, wenn ein Baum gefällt wird. Es berührt mich, wenn ich auf der Elbe lang paddle und da schmeißt einer Schotter ans Ufer, wo eigentlich was wachsen müsste. Und es berührt mich, wenn Baudenkmale abgebrochen werden, wenn Dinge kaputt gemacht werden. Und es berührt mich aber genauso in den übergeordneten Sachen, wenn Leute unsere demokratischen Grundwerte kaputt machen wollen. Und das lässt mich nicht locker sein. Und das ist ein Grund, warum ich auch heute hier stehe. Und genauso wie diese Erde nicht nur schön ist, sondern ein Geschenk ist an uns alle, empfinde ich auch die Menschen darauf sind ein Geschenk.
Und es macht mir unglaublich Spaß, auch die Schönheit in den Menschen zu finden, in Personen, in ihrem Handeln, in ihrem Denken. Und genau das ist es auch, was mich jetzt heute total glücklich macht, hier unter euch allen zu stehen und zu merken, ja, wir haben gemeinsame Ziele. Und es ist einfach schön, zusammen zu sein und auch dafür zu kämpfen, dass dieses Land schön ist und bleibt. Und mein Weg hat mich dann, weil die Welt einfach so schön ist, ich die aufsaugen wollte, ich habe danach Jura studiert, Philosophie, Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften mit Soziologie und Geschichte. Ich habe Fernlagerbetreuung für sozial schwache Jugendliche gemacht. Ich habe zig Verbände mitgegründet, wo es um Denkmalschutz, Stadtentwicklung, Verkehr und Naturschutz geht. Ich habe mal in der Sächsischen Staatskanzlei gearbeitet und das Betriebswesen von innen gesehen. Auch mal im Berliner Kultursenat, durfte als Referent damals Staatsanwalt sein und mal Richter und noch tausend Sachen mehr. Ich kriege eigentlich gar nicht genug davon, von dieser Welt. Aber vor allen Dingen habe ich immer Lust, eben mitzugestalten. Das, was wir uns 89 erkämpft haben, ist kein Geschenk, sondern wir müssen weiter dafür kämpfen. Wir müssen es uns gestalten. Und dieses Land hat es einfach verdient, dass wir endlich mal hier diesen Knoten platzen lassen, weshalb nicht vorangeht in der Klimaschutzpolitik, warum etwa diese Mobilitätsfragen nicht vernünftig angepackt werden, ne? Warum die Gleichstellung endlich nicht vorankommt und tausend andere Sachen mehr, für die wir hier alle stehen, für das alles und noch viel mehr. Und dafür bewerbe ich mich, auf diese Position dafür zu kämpfen, aber nur mit euch gemeinsam für ein weltoffenes, demokratisches, ökologisches Sachsen. Wir alle und noch viel mehr draußen in der Gesellschaft. Danke, liebe Freundinnen und Freunde.